Kopieren, falsch zitieren, plagiieren. Das sind Worte und Ausdrücke, die wir in den letzten Wochen immer wieder gehört haben. Immer wieder werden Politiker oder auch Musiker, Literaten mit Plagiatsvorwürfen konfrontiert. Und damit finden sie sich quasi in besser Gesellschaft, denn schon Bertolt Brecht hat plagiiert. Seine Drei-Groschen-Oper zum Beispiel weist starke Parallelen auf zu diesem Werk, zu einem Werk des französischen Dichters François Villon. Brecht fand es nicht so schlimm. Brecht sagte nämlich, erklärte, das Kopieren der Zeilen ohne Nennung des ursprünglichen Urhebers liege an seiner grundsätzlichen Laxheit in Fragen des geistigen Eigentums. Nun ja. Ganz so lax kann man, glaube ich, in der heutigen Zeit nicht mehr damit umgehen. Und was es mit dem Plagiat auf sich hat und wie das urheberrechtlich einzuordnen ist, das erkläre ich euch in meinem heutigen Video. Hallo, ich bin Renate Schmid, ich bin Anwältin hier in der Kanzlei Wilde Bolger Solmecke und bin hier Spezialistin für Medienrecht, Urheberrecht, Presserecht und Persönlichkeitsrecht. Ja, in meinem heutigen Video möchte ich ein bisschen näher beleuchten, was ist überhaupt ein Plagiat, was hat es damit auf sich, woran erkennt man es und was kann einem gegebenenfalls blühen, wenn man plagiiert, denn nicht jeder ist ja so ein Bertolt Brecht und kommt damit möglicherweise ungeschoren davon. Der Aufhänger ist natürlich auch Annalena Baerbock, die hier in ihrem Buch Jetzt, wie wir unser Land erneuern, Zeilen veröffentlicht hat, die Parallelen zu anderen Textpassagen aufweisen. Ob und inwieweit das jetzt ein Plagiat ist, das gucken wir uns alles mal noch mal genauer an. Erstmal, was heißt es überhaupt Plagiat? Was ist es überhaupt für ein Wort? Das Wort ist lateinischen Ursprungs und bedeutete im Lateinischen so viel wie Seelenverkäufer oder Menschenräuber. Also ein Verhalten, das schon nicht so ehrenrührig ist, würde ich mal sagen. Und deswegen war auch der Vorwurf des Plagiats in der Literaturgeschichte schon damals unehrenhaft. Also es war schon damals nicht gut gesehen, wenn man plagiierte. Juristisch ist der etwas enger gefasst, der Begriff Plagiat bedeutet, wenn man fremde Texte jeder Art und Form ohne Kenntlichmachung der Quelle verbreitet, veröffentlicht, anderen zur Verfügung stellt. Also handelt es sich im Grunde darum, dass ich mir fremdes Gedankeneigentum, fremdes Urheberrecht zu eigen mache. So, wann genau kann denn von einem Plagiat gesprochen werden? Da gibt es im Gesetz keine genaue Definition, so nach dem Motto Plagiat ist wenn, sondern es gibt aber Indizien. Also wenn man einen Text übernimmt, ohne den zu kennzeichnen, dass man ihn übernommen hat, wo man ihn her hat und wer der eigentliche Urheber ist, dann kann es sich um ein Plagiat handeln. Warum sage ich, kann es sich um ein Plagiat handeln? Es gibt natürlich auch urheberrechtliche Ausnahmetatbestände, die es mir erlauben, ein fremdes Werk zu benutzen. Ein Ausnahmetatbestand, den ihr sicher alle kennt, ist das sogenannte Zitatrecht. Wenn ich mich im Rahmen des Zitatrechts bewege, dann darf ich fremde Werke benutzen. Wichtig ist natürlich, dass ich diese Voraussetzungen, die das Gesetz mir an die Hand gibt, einhalte. Beim Zitatrecht ist es zum Beispiel, ich muss den Urheber nennen, ich muss mich mit dem zitierten Werk in irgendeiner Form auseinandersetzen, indem ich das irgendwie mich mit dem Inhalt auseinandersetze oder dass ich es vielleicht auch als Beleg für eine eigene Meinung nutze. Das ist der sogenannte Zitatzweck. Und ich darf nicht übermäßig lang zitieren. Also es muss immer im Verhältnis stehen, wenn ich 5 Sätze brauche aus einem fremden Werk, ich aber vielleicht 15 schöner finde, dann sind die 10 Sätze drüber eben zu viel. Wie fällt denn jetzt überhaupt so ein Plagiat auf? Wie ihr wisst, gibt es ja inzwischen Software, die das vergleicht und Algorithmen, die irgendwie herausfiltern können, ob hier
in einem Werk Plagiatsstücke enthalten sind oder ob vielleicht sogar das ganze Werk ein Plagiat ist. Urheberrechtlich ist die Verwendung eines Werkes, wie gesagt, eines fremden Werkes, dann ein Plagiat und nicht zulässig, wenn es sich erstens bei diesem übernommenen Stück überhaupt um ein Werk handelt. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen, klingt jetzt ein bisschen komisch, aber vorausgesetzt, dass das Urheberrecht überhaupt zur Anwendung kommt, ist, dass das fremde Werk ein Werk im urheberrechtlichen Sinne ist. Wann ist das der Fall? Das Gesetz definiert urheberrechtliches Werk als Schöpfungsakt, als persönlich-geistige Schöpfung. Was bedeutet das? Bedeutet, dass es ein Mensch geschaffen haben muss, zum Beispiel. Ja, also wenn ich eine Maschine was schaffen lasse, was arbeiten lasse, dann ist das keine persönliche Leistung. Da mag es irgendwie Unterschiede geben, aber jetzt mal generell für heute ist das so. Es muss aber auch eine bestimmte Werkhöhe haben. Das heißt, so völlig banale Sätze und banale Stücke oder ja, banales, wie soll ich sagen, Werk ist auf jeden Fall kein urheberrechtlich geschütztes Werk. Das bedeutet jetzt, wenn wir von Plagiat sprechen, dass ich bei jeder Passage, die übernommen worden ist, mir das genau anschauen muss, ob diese Textpassage ein urheberrechtlich geschütztes Werk ist. Denn nur wenn ich über diese Schöpfungshöhe, so nennt der Jurist das, über die Schöpfungshöhe drüber springe sozusagen, dann bin ich überhaupt im Urheberrecht und mit all den Folgen, die das hat. Und das ist immer eine Einzelfallentscheidung und immer eine Einzelfallbetrachtung, ob wir jetzt ein urheberrechtlich geschütztes Werk haben. Wenn wir es aber haben, dann gilt natürlich das Urheberrecht in seiner Gänze von vorne bis hinten. Das bedeutet, derjenige Urheber, der dieses fremde Werk geschaffen hat, darf auch alleine bestimmen, was damit passiert. Das ist so, wie wenn man in einem Haus wohnt und dieses Haus sein Eigentum nennt, dann kann man damit machen, eigentlich, was man möchte. Ich kann da einziehen, ausziehen, ich kann es vermieten, ich kann es blau, grün, gelb anstreichen und vielleicht sogar einreißen, wenn es mir nicht mehr gefällt. Und genauso ist es mit dem Urheberrecht. Das Urheberrecht schützt geistiges Eigentum und deswegen ist vielleicht der Vergleich mit dem Haus ganz gut. Der Urheber kann mit seinem Werk machen, was er möchte. Er kann es veröffentlichen oder nicht. Er kann es lizenzieren, er kann sagen, es darf gesendet werden, aber jetzt darf nicht ins Internet gestellt werden. Er kann auch sagen, ich will da gar nicht genannt werden, denn der Urheber hat auch das Recht zu sagen, ich will gar nicht genannt werden. Er hat natürlich aber auch den Anspruch, dass er genannt wird, also das Urhebernennungsrecht, das kann er selber entscheiden. Er kann auch sagen, es gefällt mir überhaupt nicht mehr, ich lösche das, ich möchte es gar nicht mehr haben, ich vernichte mein eigenes Werk, auch das kann er machen. So, das sind jetzt wirklich die Basics sozusagen. Und wenn man das weiß, dann ist irgendwie klar, wenn ich ein fremdes Werk nutze, ohne den Urheber zu fragen, dem es gehört, und ohne ihn zu nennen, dann begehe ich eine Urheberrechtsverletzung. Eine Ausnahme gibt es noch, die ich nicht unerwähnt lassen möchte. Es gibt natürlich auch Werke, wo das Urheberrecht erloschen ist. Ne? 70 Jahre nach dem Tod erlischt das Urheberrecht. Und dann ist das Werk gemeinfrei. Dann darf es jeder nutzen, ohne zu fragen. Also muss man schauen manchmal, wenn man fremde Werke benutzt, kann man erstmal schauen, ist es vielleicht sogar schon gemeinfrei. Aber man wird sagen können, wenn man eine wissenschaftliche Arbeit schreibt oder wenn man ein künstlerisches Werk schafft, wenn man vielleicht ein Musikstück komponiert, ein zeitgenössisches, wird man weniger auf alte Werke zurückgreifen, ne, denke ich mal. Aber wie gesagt, wenn es gemeinfrei ist, dann darf man es benutzen. So, was passiert denn jetzt, wenn ich plagiere und es kommt raus? Und es stellt sich raus, dass ich ein fremdes Werk ohne Nennung benutzt habe und ich kann mich auch nicht aufs Zitatrecht stützen. Dann hat der Urheber, dem es eigentlich gehört, hat dann urheberrechtliche Ansprüche auf
Unterlassung, also er kann sagen, das ist zu unterlassen. Er kann auch sagen, es ist zu löschen. Er kann eine strafbewährte Unterlassungserklärung verlangen. Und er hat auch den Anspruch auf eine fiktive Lizenzgebühr, die er verlangen kann. Und wenn er jetzt eine anwaltliche Abmahnung losschickt, dann kann er auch die Kosten des Rechtsanwalts ersetzt verlangen. Und wenn man sich dann hier überhaupt nicht einigt und nicht zueinander kommt, dann hat natürlich der Urheber auch das Recht, eine Unterlassungsklage anzustrengen. Das sind die rechtlichen Folgen eines Plagiats. Davon zu unterscheiden sind noch die gesellschaftlichen Folgen unter Umständen, die jetzt mit Recht gar nicht so zu fassen sind. Aber wir haben das ja gesehen hier bei Politikern, denen Plagiat vorgeworfen wird. Den wird teilweise eben der Doktortitel aberkannt und es geht dann durch die Zeitung und dann springen sie alle drauf und dann wird hier eben auch, werden die Leute teilweise auch in Pranger gestellt. Also es ist auch immer ein Vorwurf, der ehrenrührig ist und das sind manchmal Folgen, die sich gar nicht so messen lassen und das ist eben, wie gesagt, der andere Punkt. Und deswegen, finde ich, muss man auch sehr, sehr vorsichtig sein mit Plagiatsvorwürfen. Die sollte man nicht einfach so erheben, ohne es auch genau geprüft zu haben. Jetzt kann man sich natürlich immer noch auch nochmal fragen am Ende, warum wird überhaupt plagiiert? Ja? Was ist eigentlich die Motivation dafür? Will man sich die eigene Arbeit damit ersparen, weil es dann schneller geht? Macht man es vielleicht in Unkenntnis der urheberrechtlichen Schranken? Da muss man sagen, also Unkenntnis schützt vor Strafe nicht. Mag unterschiedliche Motive geben, warum man plagiiert. Ich möchte nur sagen an der Stelle, man braucht schon immer den Respekt auch vor dem Urheber, denn man muss sich selber mal die eigene Situation verschaffen. Wenn man wirklich ein urheberrechtlich geschütztes Werk geschaffen hatte, möchte man ja selber auch damit bestimmen, was wer damit machen kann. Jetzt kann man das natürlich vielleicht bei Studien auch ein bisschen lockerer sehen, wenn sie irgendwie der Allgemeinheit dienen. Ne, und jetzt hier mal zurück noch zu Annalena Baerbock gekommen, müsste man sich wirklich jetzt anschauen, ob all diese Sachaussagen, die sie da angeblich übernommen haben, ob das jetzt schon urheberrechtlich geschützte Werke sind. Da kann man sicherlich seinen Zweifel dran haben. Deswegen finde ich nochmal, wie vorhin schon gesagt, muss man mit einem solchen Vorwurf schon sehr, sehr vorsichtig sein. Und es gibt auch Menschen wie hier der Verfasser der Angora Think Tank Studie, der das durchaus begrüßt hat, dass Annalena Baerbock sich hier an seinem Gedankengut bedient hat, weil es letzten Endes ja auch eine wichtige Sache ist und er das gut findet, wenn das unters Volk kommt. Ja, soweit meine Ausführungen und meine Einblicke, die ich euch geben wollte in die Welt des Plagiats und was es mit dem Urheberrecht zu tun hat. Wenn ihr selber vielleicht mal unsicher seid, ob ihr was zitieren dürft, ob ihr was verwenden dürft, dann meldet euch gerne. Da helfen wir euch gerne und beraten euch. Und ansonsten freue ich mich aufs nächste Mal. Tschüss.